Hallo, ihr Jungs. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Freundin und ich wollte euch mal zeigen, wie schön meine Stadt ist. Ich will nicht dabei sein. Nicht mal dabei sein. Voll, danke. Ich glaube, es liegt einfach in der Natur des Bremers, dass er seine Stadt über alles liebt. Also ich kenne keinen Bremer, der Bremen um nichts in der Welt eintauschen will. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Gut, ich gehe jetzt noch kurz zu DM, um einen weiteren Gewinn für euch zu kaufen. So, ich habe es gerade noch geschafft bei DM, bevor sie mich fast rausgefegt haben. Aber ich habe das letzte Stück des Teils, was ich an euch verlose, bekommen. Es sah total ausverkauft. Ja, ich habe das letzte bekommen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, ich laufe jetzt durch die Innenstadt. Es ist total komisch, so zu vloggen. Ich wollte auch eigentlich nur meine Kamera testen und gucken, wie sehr die wackelt beim Laufen. Weil die habe ich gerade neu gekauft, die Canon HD. Und kostet weniger als eine Flip. Und ist geiler als eine Flip, weil sie hat auch Makro. Und übrigens, wo wir schon mal da sind, hier ist Knuffis nicht mehr existenter Friseur. Ja. Wir laufen jetzt hier also durch diese Mall of Fame auf dem Weg zu meiner Freundin, um zu gucken, ob sie schon Feierabend hat. Ich muss erstmal den Perso-Ausgang finden. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der sich befindet. Sie hat gesagt, so ungefähr, wo ich gucken soll, aber dann wieder. Ja. Mal gucken, ob er sie auch zu Gesicht bekommt. Ich weiß nicht, wie kamerascheu sie ist. Vielleicht hilft es mir ja auch beim Contest. Dann erzählen wir euch schon ein bisschen was davon, wenn wir gleich in der Schlacht sitzen. Und da. Prominenz. Hallo, Herr Walz. Es ist Christoph Walz gegeben, habt ihr gesehen? Hans Lander. Oh ne, hier ist die Ausfahrt von der Tiefgarage. Jetzt werde ich gleich auch noch überfahren. Geile Mucke. Oh nein, die muss ich ja rausschneiden, sonst werde ich von YouTube gebannt. Es muss irgendwo hier sein. Wo ist ein Gucci? Ich sehe irgendeinen Gucci-Laden. Kleine Wurst. La 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 la. Yo! So, das ist einer meiner Lieblingsläden. Hey, jetzt kommt das hier voll zu einer Stadtführung. Auf jeden Fall ist das einer meiner Lieblingsläden. Der heißt Go Bang. Und da gibt es allen möglichen Kram. Also schaut hier. Klamotten, Poster, Musik. Ja. Geh ich bald hin. Jetzt sind wir am Herdentor, beziehungsweise am Wall. Und dieser Ort ist besonders am Frühling, im Frühling besonders schön. Gleich werdet ihr die für mich schönste Aussicht Bremens genießen. Genauso wie ich. Das war die Mühle am Wall und das inmitten des Großstadtgetöses. Finde ich super schön. Ja, und jetzt geht's zurück zu meiner Freundin. Wenn sie endlich mal rauskam aus ihrem Kabuff. Zack, Sightseeing. Hallo. Ich habe total Schiss, dass das ein venezianischer Spiegel ist und die mich jetzt von innen sehen und lachen. Und auch noch mal ein kleines Outfit auf Bitte machen, ne? Ach hier, die Schuhe. Guckt mal.
geile Mokassins. Da. Die könnt ihr nicht. Das behindertes, dreckiges Milchglas ist. Jetzt komm doch raus. Alina, komm raus. Ach ja, hier der Lipstain. Moment, ich mache ein bisschen Makro-Action. Abgefahren, oder? Der ist schön. Ich mag den wohl leiden. Da werden jetzt neue Tumblr-Fotos gemacht. Und da hinten liegt die Sonne. Sieht jetzt rot oder rund? Hipster? Julia, erzähl mir doch mal, was sind denn Hipster? Liebe Alina, übrigens, Leute, das ist Alina. Hallo! Hallo! Ein Hipster, das sind doch die, die so diese Nerdbrillen tragen. Wir haben auch gerne Handtaschen manchmal, ne, als Männer. Genau, und die lieber altes Super Nintendo spielen als zum Beispiel Xbox. Das sind Hipster. Und die haben auch verrückte Accessoires und dann ganz aber irgendwie verrückte. So und die tragen auch Schmuck, wo zum Beispiel große Eulen drauf sind. Oder ein Totenkopf manchmal auch gerne, habe ich ja gesehen. Oder zum Beispiel wie jetzt dieser coole Ring von Mirka mit dem Hotdog drauf. Das ist ein das ist auch schon Hipster. Ich dachte, das wäre einfach nur Claire's. Nein. Aus dem Hauptbahnhof. Die Jenna möchte euch jetzt mal gerne zeigen, was eins der Gewinne ist, die ihr gewinnen könnt, weil ich euch so gerne habe. Ihr könnt gewinnen. Pass auf, Freunde, jetzt geht's richtig ab. Ihr könnt gewinnen. Essence Studio Nails. Better than Gel Nails. Also better than... Also es wird nicht Warte, so aussehen... Moment, ich mach mal das halbe Makro an. Freunde, wenn ihr nicht so aussehen wollt, wie ich, mit diesen räudigen Fingernägeln, dann könnt ihr, wenn ihr an der Verlosung teilnehmt, diesen Bombennagellack gewinnen. Es ist der gute Topcode, Freunde. Der zweite und dritte Preis zeige ich euch mal in den nächsten Tagen.